Ich will nicht anrühren dem Mikrofon, weil ich habe Meure und ich will euch nicht herumtanzen. Gedei. Wir sollen wissen sein, 100%, dass die technische Seite ist in Ordnung im Ganzen. Guten Abend, allemen. Ich meine, dass alle kennen mir sich schön. Für die Gäste, die kennen sich noch nicht mit mir, ich begrüße euch stark. Ich bin David Braun. Ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm das Jahr von der Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich für jüdischer Sprache, Kultur und Literatur. Das ist das 52. Jahr von der Programm. Und wir haben eingeführt die dosige Lektionsserie das Jahr, der eine Lektion pro Woche auf Jiddisch, eine Lektion pro Woche auf Englisch, die zu geben unserer Studentenschaft ein breiter Bild von der jüdischen Zivilisation und zu derselben Zeit zu geben der JIVO-Mitgliedschaft eine Gelegenheit, sich zu ernennen zu unserem Programm, zu unseren Studenten und unseren Lektoren und euch zu erneuern, heißt es. Und auch in ein paar Minuten herum wollen wir erneuern von einer Lektion von Professor Daniel Sawyer. Daniel Sawyer hat gearbeitet in JIVO wie ein Archivist. Das ist der Anhieb von seiner Karriere in JIVO und von den Haspoes von jener Zeit. Und heute ist er Professor von Geschichte und von Judaistik in einem Programm, was halt in Entwicklungssache ist, in Fordham University. Er ist ein Spezialist auf dem New Yorker jüdischen Leben in der Geschichte, speziell herum der Zeit von Massenimmigration, wegen Fragen von Soziologie, von Immigration, von Jiden, von Jiddisch, von Amerika, von dem ganzen Trum. Mit der solchen Frage kommt man an zu Daniel. Ich habe dich dem Covid das Vergnügen zu verbeten, Daniel, zum Wort. Sehr danke, David. Ich bin sehr, sehr zufrieden und es ist ein größer Covid faktisch zu reden heute vom Sommerprogramm. No. Ich bin sehr zufrieden zu reden heute vom Sommerprogramm. Und das ist faktisch gewesen mein Eintritt in JIVO, weil ich bin gewesen ein Studentenprogramm dreimal. Ich habe es durchgemacht dreimal in die frühesten Jahren von dem Programm. Ich habe nicht gewusst damals, dass das an die frühesten Jahren sind. Jetzt weiß man schon. Und danach habe ich gearbeitet in JIVO und zuerst habe ich gearbeitet faktisch wie der Switchboard Operator. Ich weiß nicht, wie man sagt das auf Jiddisch. Englisch. Bereich, ja, der Switchboard Operator. Und danach habe ich gearbeitet wie ein Archivist. Und die heutige Thema ist Jiddisch in Amolike New York und das Amolike New York in Jiddisch. Und also, wie ich bin nicht kein Linguist, also wie David hat gesagt, ich bin ein Historiker, ich bin nicht kein Linguist und ich bin sicher nicht kein Literaturforscher, will ich das behandeln von einem sozialhistorischen Standpunkt. Und da redet sich wegen die jüdisch redenden Immigranten von so 19. und anheb 20. Jahrhundert. Sehr politische und soziale Bewegungen, sehr kolischen Leben und wegen wie soll sehr Sprach oder sehr Sprachen. Er kommt auf die alle Lektien, ich habe gesehen früher auf meine Lektien und auf andere Lektien von anderen. und ich habe dir gesagt, dass er macht Trouble. Und wir hören von wegen dem Wort Trouble später. Aber er macht Trouble auf alle Unternehmungen. Eins hat er gemacht, Trouble im Anheb, nicht zum Sof. Wir hören wegen sehr kolischen Leben. Und wegen wie so sehr Sprach oder sehr Sprachen haben abgespiegelt die Dämmeltecke und die dortige, das heißt Hiege, Umständen, Bedingungen
von Beziehungen zwischen jüdischen Immigranten und dem Amerikaner, das heißt dem New Yorker Arum, das heißt andere Immigranten, englisch redende Amerikaner und so weiter. Als Jiddisch hat in New York eingesagt in sich den New Yorker Jargon, was ist bestanden von Deutsch und Englisch, ist nicht kein größer Jiddisch. Ich will aber beschreiben den Prozess, wie soll das geschehen. Es ist dort Zeit, will ich euch ein bisschen beschreiben den größten Einfluss von Jiddisch auf dem hiegen Englisch. Und zu lieb dem, was New York ist schon dämmelt geworden, der wichtigste amerikanische Kulturzentrum durch New York auf ein Amerikaner-Englisch klar. Ist Jiddisch Rettmen faktisch in New York, sind Edelsis gewinnen New York. Er hat öfter gehört wegen der drei Kufis der jüdischen Geschichte in New York. Das gehört wegen der spanischen Kufe, wegen der deutschen Kufe und wegen der miserach-europäischen Kufe. Das ist sehr nicht pinklich, weil Aschkenazim seinen Gewinn zwischen die ersten Jiden, was haben sich besetzt in New Amsterdam im mitten 17. Jahrhundert. Und zwischen sie ist gewesen der bewusste Asher Levy. Und er hat gestammt von Vilna. Er hat gestammt von Vilna im 17. Jahrhundert, heißt es, als er gedacht reden Jiddisch. Ja? Mit wem hat er geredet Jiddisch, das weiß ich nicht. Und euch in der gerufener Deutsche Kufe von mitten 19. Jahrhundert hat man euch geredet Jiddisch. In der Emerson haben öfter eine Hälfte von den so gerufenen deutschen Jiden in New York gestammt von Böhmen, von Mähren, von Ungarn, von Alsace und speziell von Preußen, Meire-Polen. Und das heißt, sie haben geredet, dass damit Jiddisch, was die kolische Sprache ist gewesen Deutsch. Die erste New Yorker Zeitung auf Jiddisch ist erschienen in 1870. Mit der Stütze von Tammany Hall, die bewusste oder öfter treuere bewusste politische Organisation. Nur der Emissar Aufstieg von jüdischen New York ist gekommen, versteht sich, zusammen mit der Massenemigration von mehr als 2 Millionen miserach-europäischen Juden von Russland, von Polen, von Rumänien und so weiter. Zwischenherum 1880 oder 1878, wollte ich besser gesagt, und die 1920er Jahre. Die Mehrheit sind geblieben Tage in New York, während die jüdische Bevölkerung ist stark zu wachsen, von 80.000 in 1880, das ist schwer zu sagen, 80.000 im Jahr 1880 zu 1,5 Millionen in 1920. Das rufen sie jüdisch redende Immigranten und ihre Kinder. Die dortige Kurve von Massenemigration ist euch gewesen in einer Zeit mit dem Aufkommen von der modernen jüdischen Kultur. Also als New York ist geworden einer von den Hauptzentren von der Entwicklung von der dortigen Kultur, speziell auf die Gebieten von Journalismus, Poesie und Theater. Zwischen 1870 und 1917 seien an erich 150 jüdische Zeitschriften auf der jüdischen Sprache erschienen in Stadt. Und in 1917 allein seien erschienen 5 tägliche Zeitungen. Das jüdische Tageblatt, der Vorwärts, die Wahrheit, der Morgenjournal und der Tag. Mit einer Tirage von mehr als 300.000 Leihenlos. Das heißt, als die jüdische Presse ist gewesen sehr bedeutende Institution, nicht nur zwischen Jiden, sondern allgemein. Die jüdische Presse hat euch gedient wie eine Plattform für die frühesten jüdischen Poeten.
die so gerufene proletarische Poeten, was haben durch ihre Lieder beschrieben und beklagt die schlechten Bedingungen in die Schwitzschepper, wo das Rohimmigranten haben gearbeitet in die 90er Jahren von dem 19. Jahrhundert. Nur was haben euch gesungen wegen die Hoffnungen für eine bessere Welt? Also wie die proletarischen Poeten haben geschrieben wegen die mamoschistischen Probleme von die Lebens von jüdischen und nicht-jüdischen Arbeitern in New York, kann man sagen, als ihre Lieder stellen mit sich vor New York in Jiddisch. Später, ein bisschen um 1907, 1908, ist vorgekommen eine Revolution in der jüdischen Poesie mit der Entwicklung von, mit der Entstehung von Die Junge. Was haben gelegt dem Trop auf dem ästhetischen anstatt dem propagandistischen Wert von einem Lied. Von deswegen haben sie ihre Lieder und die Lieder von späterdicken Poeten euch geschildert, die New Yorker Realität. Und ich gebe mal ein paar Beispiele. Ort hat hier ein Lied von Moshe Leib Halperin, was heißt Hake auf Jiddisch. Ich weiß nicht, ihr kennt das denn. Nur es heißt Hake auf Jiddisch, Watch Your Step. Gold ist die Zeit in dem goldenen Land. Gibt mir eine Klung und eine Häube mit der Hand, klappen sich Tieren zu hilfreich und schnell, flieht der Express durch einen schwarzen Tunnel, schneller von Wind und geschwinder von Blick. Fliehen vorbei mit der Wand auf zurück, Stern noch Stern in Grün und in Reut, Grün ist das Leben und Reut ist der Teut. Lost das Signal sich verreißen, Gejäg, warf der und schleidert der Alts aus dem Weg, rudern, ruder, in wilden Geläuf, trogen sich Bahnen herab und herauf, trogen sich Wegel von Gold und von Glut. Sind sich mir an, aber gär in mein Blut, heißer von Glut, noch heller von Gold. Hey, wie es wollt sich auch abgetan gewollt, Otter sah Vögel, haha, sah Pracht, jockt er vorbei wie ein Blitz in der Nacht, joggen und trogen sich Wegel und fliehen, lichtig wie Blitzen her und hin, lichtig wie Blitzen vorbei noch einand, goldene Vögel von goldenem Land. Und ich stelle sich vor, dass jeder einer weiß, wegen was er schreibt. Und es kommen dann durch verschiedene Madriges und verschiedene, also das ist ein sehr tief Lied, in verschiedenen Sinnen von Wort tief. Nur er beschreibt, versteht sich beim Subway in New York. Und Moshe Leib Halperin schreibt sehr Sachen wegen verschiedenen Aspekten von New York, wegen Seward Park, Lomoschel, unser Garten, da Lied euch wegen Coney Island und andere euch. Und ich will vorlehnen noch ein Lied, und das ist von Anna Margolin, Mädlich in Crotona Park. In herbstigen Vernacht haben Mädlich sich verwebt wie in einem Weltenbild. Seine Augen seinen Kiel, der Schmeichel wild und dien, seine Kleider seinen Lavender, Altreus und Applegreen. In seine Odern fließt Teu, sie haben Wärter helle und leere, sie hat in Träum geliebt Botticelli. Und ich gebe meine Studenten in meinem Kurs von jüdischer Geschichte das Lied zu lernen. Und ich frage sie, was ist das Jiddisch? Wie soll es das Jiddisch? Wie soll es das Jewish? Ja. Und der Entfer ist, als Koidem Kol hat das geschrieben, eine jüdische Poetesse, auf jüdischer Sprache, für jüdische Lerners, ja, für jüdischen Eulen. Nur, ich wollte euch kennt fragen, noch eine Sache, als die Mädlach, was sie beschreibt, seinen jüdischen Mädlach. Ja, in Crotona Park. Ihr wisst, wo das gefindet sich, Crotona Park? In Bronx, ja. Ist das euch wegen New York? Und jeder eine, was hat gewohnt oder arbeitet in Bronx, weiß das. Heißt das, als die New Yorker Suite hat gewirkt auf den Inhalt
von der jüdischen Kultur. Nur die New Yorkers Fever hat aber euch gewirkt auf der jüdischen Sprache allein. Koidem kol will ich reden ein bisschen wegen Deutsch. So alle wissen, als das New Yorker Jiddisch hat eingesabt als sachdeutsche Wörter und einmal euch Syntax und Grammatik. Das hat passiert nicht nur in New York, nur euch in Europa, aber in New York sind gewähnt spezifische Siebes, für was Deutsch ist rein in dem Loschen, speziell von gewissen Sektoren von der jüdisch redenden Bevölkerung. Wir haben schon geredet wegen die so gerufenen deutschen Juden. Und als er sagt, sie sind gewähnt, in der Emerson halb verdeutschte jüdisch redende Jiden. Sie sind gewesen, also sozusagen ein Brick zwischen Jiddisch und Deutsch. Und die nahe Immigranten sind gekommen in Kontakt mit Seyla Moschel in der Bekleidungsindustrie, wo es sagt von den Sochern und Fabrikanten von den frierdicken Jahren sind gewesen deutsche Jiden. Denn die neu angekommenen mizrach-europäischen Jiden sind in der Reihe in der Branche, haben die zwei Stadien gehandelt zwischen sich auf ein Gemisch von Jiddisch und Deutsch. Wichtiger aber von den deutschen Jiden in dem Hinsicht sind gewähnt die größte Zahl nicht jiddische Deutschen in Stadt. New York ist gewähnt im 19. Jahrhundert eine von die größten deutschredenden Städte auf der Welt, mit Hunderttausenden Deutschen. Ich meine, das ist die drittgrößte deutsche Stadt auf der Welt, hinter noch Berlin und Wien. Viele von sie haben gewohnt in einer Gegend, was hat geheißen Klein Deutschland. Und das gewann das gewann dieselbe Gegend, was ist später geworden der jüdische East Side oder Lower East Side. Heißt es, als in den ersten Jahren von der Massenemigration von Mizrach-Europa haben Jiden und Deutschen bewohnt dieselbe Gegend. Dazu seien die sozialistische und radikale Arbeiterbewegungen bestanden das Rauf von Deutschen in New York. Von dieser Gräumnis von solchen jüdischen radikalen Tuer wie Ab Kahan wird merkwürdig klar, was waren enger Verbindung die jüdischen Radikalen und Arbeitertuer haben gehabt mit die deutschen Gewerben. Oder besser gesagt Genossen. Sie haben gelernt deutsche sozialistische Zeitungen, sie haben sich zugehört zu deutschen Redes, sie haben sich versammelt in deutschen Saalen und Biersalonen. Und Kahan erklärt, was für eine Wirkung das hat gehabt auf seine Sprache. Kahan schreibt in seiner Zichronis, New York ist überhaupt gewesen in einer größeren Maß eine deutsche Stadt. Die Immigration von Deutschland ist noch gewesen groß. Er beschreibt die 80er Jahre von 1900. Und ein hübscher Teil von der East Side ist gewesen gedicht bewohnt von Deutschen. Deutsche tägliche Zeitungen haben gehabt als Sachleser. Und mit sehr Wort fleckt man sich rechnen. Die größte von sie, die Staatszeitung, hat gehabt nicht weniger Bedeutung und Macht wie die größten englischen Zeitungen. Reiche Deutschen und gebildete Deutschen haben gespielt eine große Rolle in dem Leben von New York, in Privatgeschäften und in kolischen Tätigkeiten. Sozialistische Massenversammlungen pflegen sein gepackt mit Deutschen. Bisslichweise haben sich auf sie genommen, beweisen hübsche Zollen Jiden. Aber die größte Majorität ist eine lange Zeit gewesen ein Deutsche. Eine von den gewöhnlichsten Features
von der größten sozialistischen Junte ist gewesen die Gesang von einer zahlreichen deutschen Liedergesellschaft. Auf der Bienenflecken treten 60 oder 70 heuche breitschulterdicke Deutschen, Tenoren, Baritonen oder Besser, und sie pflegen verdünneren Cooper Union mit deutschem Gesang. Das erklärt dem Leser, warum in dem Amerikaner-Jiddisch, welcher ist entwickelt geworden bei uns Sozialisten, fühlt sich noch ad hajoin der Einfluss von der deutschen Sprache, hauptsächlich von solchen Ausdrücken, welche seinen Scheich zum sozialistischen Parteileben und Versammlungsleben beklau. Der Wort Genosse zum Beispiel oder Tagesordnung oder als Ausdruck wie der Mieten hat stattgefunden und so weiter. Diese und eine hübsche Zahl anderer Phrasen haben wir übergenommen bei unseren deutschen Parteigewehren von jenen Jahren. Das heißt, es ist nicht so, als mit Jahr gehalten, als wir uns sehen, mit Jahr gehalten, als Deutsch ist eine schönere Sprache, ist eine bessere Sprache, ist eine reinere Sprache. Nur es ist auch ein Fakt, was Jiddisch in jenen Jahren hat sich erst angehalten zu entwickeln, wie eine moderne Sprache, eine moderne politische Sprache, wie eine moderne Kultursprache und so weiter. Und die dortigen Jiden, was haben entwickelt die Sprache in Gebieten, haben sich eine Sache ausgelernt, nicht nur in Sprache, nur auch in Begriffen von den Deutschen. Und der Einfluss von Deutsch hat sich nicht nur gefühlt in der sozialistischen Bewegung, nur auch zwischen den Landsmannschaften. Die gegenseitige Hilfeorganisation ist formiert von Immigranten von derselben Stadt oder von derselben Städte in der alten Heim. In New York sind gewesen Tausende solcher Vereine mit Hunderten Tausender Mitglieder. Und die Sprache von den von die dortigen Vereinen, von den Societies, ist gewesen sehr deutschmerische. Die Deutschmerismen hat man nochmal übergenommen von zwei Quellen. Von den älteren deutschredenden jüdischen fraternalen Ordens und von den nicht-jüdischen deutschen Vereinen. Deutsch hat vermocht, als Achein in die Augen von vielen Society-Mitgliedern, weil was sie haben gehalten, als die deutsche Sprache, also ich habe mir was gesagt, ist der Häubener Hecher von der eigenen jüdischen Sprache, von der eigenen regular jüdischen Sprache. Was ist ein Jargon, was hat sich nicht zugepasst zu gesellschaftlichen Zwecken. Also wie ein Mitglied von der Landsmannschaft hat später geschrieben, was wollt ihr? Ich soll nehmen das Wort im Verein und reden post der Mama löschen? Das passt nicht. Die deutsche und verdeutschte Sprache zusammen mit der Sache Anglizismen haben formiert ein eigenartiges Society löschen, was ist gewesen sehr schwer für grüne Landsleit, erst angekommene Landsleit zu verstehen. Einer William Baxt hat sich später der Mond in seinen ersten Tag in dem Oschmener Verein, denn er hat nicht gut verstanden, was dort ist vorgekommen. Und er schreibt, passiert als zum ersten Meeting, denn ich bin geworden ein Mitglied, hat man mich und noch einem erwählt zu untersuchen einen neuen Kandidat. Zum nächsten Meeting hat sich aufgestellt der erste Committee-Mann und berichtet nicht mehr wie ein Wort, günstig. Als der Präsident, das heißt Passig. Als der Präsident hat mich gefragt,
was ist mein Bericht? Nicht wissendig, was das Wort günstig meint, weil in Oschmene habe ich das Wort nicht gehört, habe ich gemeint, dass man darf sagen, dienstig. Habe ich euch geschrien, Bruder Präsident, der Kandidat ist dienstig. Der Eulam hat sich voneinander gelacht und heimgehendig der Schlagener habe ich den ganzen Weg geklärt, wenn und wo haben sich meine Oschmener Jünglach ausgelernt die deutsche Sprache. Später aber, als man hat gut beherrscht im Loschen, ist man geworden an ihnen wenigstens und gekannt nehmen einen aktiven Anteil im Verein. Und Baxterlein ist geworden als so behaftet in solchen Unionen, als er hat einen Namen bekommen, the Speaker of the House. Und das führt uns zu der nächsten Thema, was ist Englisch in der New Yorker Jüdisch. Shalom Aleichem, der Schreiber Shalom Aleichem, was ist angekommen in New York in 1914, hat das bemerkt, als es da eine große Wirkung von Englisch auf Jiddisch. Und er hat es beschrieben auf einen humoristischen Steger in seinem nicht geendigten Roman Motel Pacey dem Hasen. Und das ist in dem nicht geendigten zweiten Band von Roman Motel in New York. Und er beschreibt, wie soll Mottels Mame redet schon Jiddisch. Sie sagt, als wir verdienen unser Stickelbräut ganz koscher. Warum vertrag, ehe der Stand wird geöffnet, zertragen wir schon den Morgenpaper zu unseren Customers. Danach gehen wir in School. Ja, wir gehen schon in School. Und als wir kommen von School, helfen wir attenden the business. Also Tage auf dem Loschen, sagt die Mama. Sie redet schon euch hecher halb auf den Hiegen loschen. A Kirch und a Huhn sagt sie schon nicht. Sie sagt schon a Chicken und a Kitchen. Nur was denn? Bei ihr kommt noch eus verkehrt. A Kirch ist bei ihr a Chicken und a Huhn ist bei ihr a Kitchen. Ich geh, sagt sie, in Chicken eus salzen die Kitchen. Lacht man von ihr. Lacht sie euch. A Deige, sagt sie, Jagdredele, Torredele, a bi dobre Männerle. A nu, seid der Berge und setzt das über auf Englisch. Und nicht nur Shalom Aleichem, nur euch, der amerikanische Literat H.L. Mencken hat beschrieben in seiner größeren Arbeit The American Language, die amerikanische Sprache, er hat geschrieben wegen dem Einfluss von Englisch auf Jiddisch. Er schreibt, die Wirkung von dem Amerikaner Englisch auf Jiddisch ist ungeheuer groß. Genug groß, als es soll haben geschaffen auf ein MS zwei Jiddischen. Eine, sagt Dr. Chaim Zhidlowski, ist der wild wachsende jiddische Jargon, das Potato Chicken Kitchen loschen. Das andere ist die kultivierte Sprache von der jüdischen Kultur über der ganzen Welt. Und Mencken gibt über ein ganzes Regime von englischen Wörtern, was einen rein in dem Hiegen Jiddisch. Skyscraper, Longshark, Graft, Bluffer, Faker, Budler, Gangster, Crook, Guy, Kike, Piker, Squealer, Bomb, Cadet, Boom, Bunch, Pants, Vest, Loafer, Jumper, Stoop, Sales Lady, Icebox, Raise, Boy, Chair, Winde, Carpet, Floor, Dress, Head, Watch, Ceiling, Consumption, Property, Trouble, Bader, Match, Change, Party, Birthday, Picture, Paper, in the sense of a newspaper, Gambler, Show, und so weiter. Und er gibt euch ganze Phrasen und Sätze. Le Moschel, die Boys mit den Mädels haben a good time.
oder er hat ihm abgefegt. Rosie hat schon eine Fälle. Du weißt doch, also Rosie hat schon eine Fälle und sie geht aus mit ihm. Das ist schon eine andere Lektion. Er hat nicht gewollt, stoppen. Sie wird cleanen die Room, scrubben den Floor, waschen die Windows, dressen den Boy und gehen in Butcher Store und Grocery. Danach wird sie machen ein Dinner und gehen in Street for a Walk. Das war das Arzt von H.L. Mencken. Ist Mencken bemerkt, Agiv, als wir heute letztens gegründet jüdische Schulen, wo man lehrt mit den Kindern ein leidischen Jiddisch, nur er betont, als die Bewegung hat wenig Erfolg. Und Mencken's Hauptwegweiser auf der jüdisch-jüdischer Gas ist gewann Art Kahan. Und Kahan und Mencken haben Maponen gehaten Sinn, in Sinnen Mottos Mame. Oder Efscher, die verstorbene Frau von Sholem Asches Held, Onkel Moses. Wenn Onkel Moses erzählt sein, das ist ein Film, wenn Onkel Moses erzählt sein Klemenik Sam, wie soll die Frau, die verstorbene Frau, ist gekommen zu ihm in Cholem, fragt Sam, ja, auf was für eine Sprache sie gerät? Und Onkel Moses entfällt 50-50, halb Jiddisch, halb Englisch. Und Sam sagt, ah, oh, soll wie auf Leben. Ist ist gewinn also ein größerer Einfluss von Englisch auf Jiddisch, versteht sich. Ist, was soll man aber meinen, wegen dem, als auf Leben hat man gerät 50-50, halb Jiddisch, halb Englisch. Oder als man hat reingenommen in dem amerikaner-jüdische Sach englische Wörter und auf viele Phrasen. Das ist eine schwere und ein bisschen ungewätigte Kasche schon bei Jivo schon lange Jahren. In dem ersten Nummer von dem Jivo-Journal Jüdische Sprache hat der bewusste Kritiker Schmuel Niger abgedruckte Briefe in Redaktion, in welchen er hat vorgelegt, als man so ich zitiere sehr kascheren. Das heißt, als man so anerkennen gewisse englische Ausdrücke wie koschere Wörter in der jüdischen Kultursprache. Er schreibt Le Moschel, Wortake wie Trouble. Das ist, wie lange noch wollen wir haben Trouble? Mit Asa-Wortake wie Trouble, Gufe. Wie lang noch wollen wir es halten, eingeschlossen in Gänsenfieslach, wie in Episamin sprachlichen Ellis Island? Es seien doch Fallen, wenn wir haben mit Kindsores, Kindeiges, Kindsorg und auf viele nicht kind um Ungenämlichkeiten, nur befeierisch Trouble. Es lohnt sich abschämen und sorgen, als wir haben Trouble. Und er sagt, als in Deutsch nutzt man schon das Wort Trouble schon lang. Als solcher ist Lomir koscheren das Wort Trouble. Als solche Werte wie Peddler, Bluff, Baby, Oreidnik hat Alexander Harkavi reingenommen in sein Wertebuch. Ist Lomir erreus und sagen Mutterlacher, das seinen koschere jüdische Werte. Und er gibt noch Beispiele. Werte wie Pede, Member, Business und Gleichen. Aber Business, er sagt, dass man kann sich vergehen on Pede und Member. Aber Business ist nicht allemal Geschäft oder Essig. Und es ist nicht nötig zu sagen, als Gleichen
ist einmal winziger und einmal mehr wie Gefährden. Sie kennen ihn einmal nicht so stark gefährden, und doch soll er sie gleichen. In dem zweiten Nummer jüdischer Sprache hat Max Weinreich gegeben sein Entfell. Er ist Masken gewesen, als gewisse Amerikaner englische Wörter seinen Mutter. Nur er hat betont, als man darf sein vorsichtig, Tomer Englisch wird verflitzen dem Amerikaner Jiddisch und es weiter erniedrigen in die Augen von seinen eigenen Redners und von anderen. Er hat vorgelegt, Reklamen, wenn es ist alright, reinzunehmen in ein englisches Wort und wenn es ist nicht okay. Interessant für unsere Zwecke ist, als Hotch Niger hat gerettet wegen Amerikaner-Jiddisch und Weinreich hat euch Kleumisch gerettet wegen Amerikaner-Jiddisch. In allgemein hebt er oft an seine Beispielen, wenn er Jid in New York sagt und so weiter, oder als ein New Yorker Jid fährt auf den Subway und das Gleiche. Ich habe mal gegeben eine Version von dem Referat und einer hat gefragt, sie gewinnen eine Haspoe von Italienisch auf New Yorker Jiddisch, weil die Italiener, die italienischen Immigranten, sind angekommen zu derselben Zeit wie die Jiden und sie haben auch sehr oft gewohnt in dieselben Gegenden und gearbeitet in dieselben Schäfer. Und ich habe gemeint, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch nicht gefunden, Beispielen oder Beweisen, als italienische Werte sind reingekrochen in New Yorker Jiddisch. Nur ich habe gefunden in einem Buch von, wegen italienischen Immigranten von Jennifer Guglielmo, eine Beschreibung von Beziehungen zwischen jüdischen und italienischen Frauen und Mädchen, Immigranten in die Tenementhäuser und in die Schäfer von New York. Und sie, der Mond, ein italienischer Hebamme, was hat geschmust mit ihren jüdischen Klienten und schochentes auf ein Gemisch von Englisch, Jüdisch und Italienisch. Und euch zwei Havertes, was haben gewohnt im selben Haus, ein Italienerke, was hat gerettet etliche Wörter Jiddisch und eine Jiddische von Rumänien, was hat fließend gerettet Sizilienisch. Aber sie, das Sizilienisch ist reingekrochen in ihr Jiddisch oder in Jiddisch im Allgemeinen, das weiß ich noch nicht. Es ist eure Frage, Agiv, was für eine Spur verschiedene Dialekten von Jiddisch haben gehabt auf andere Dialekten in New York. Denn die Redner von allen Dialekten haben sich gefunden auf einem Ort. Und in dieser Chronis von Yitzhak Benekwit beschreibt er das euch. Er beschreibt das Gefühl von Freiheit, was er gefühlt in New York. Und er beschreibt, wie soll jeden reden, was für eine Sprache sie kennen. Verzeugen und ausgezeugen. Reden mit der Gesang und ohne Gesang. Mit der Schien und mit der Sinn. Mit der Heulen und mit der Achirik. Ich und Jach. Eng und Etz. Und es wollte werden interessant, wie so die verschiedenen Dialekten sind geworden, zu neu gemischt. Nur die Haspoe ist gegangen in beide Richtungen. Bei Englisch ist mein Spiel gewesen auf Jiddisch, also hat Jiddisch euch beeinflusst das New Yorker Englisch. Die Assoziation zwischen Jiden und New York in amerikanischen Augen
Und in dem Amerikaner Meuer hat sich schon angehalten im Mitte 19. Jahrhundert. Und zuerst ist gewesen Le Moschel in Vaudeville-Vorstellungen ein bisschen eine Verplanterung von jüdischen und deutschen Tippen und von jüdischen und deutschen Jargon. Später aber ist die Assoziation klarer verbunden mit Jiddisch. Mencken wieder geht über zentrale jüdische Werte für seinen Reihen in der amerikanischen Sprache. Nur er betont, als die Wirkung von Jiddisch lässt sich fühlen, speziell in New York, und nicht nur zwischen Jiden. Gemacht jeder New Yorker, schreibt Mencken, ist bekannt mit einem langen Regime von jüdischen Werten. Und er gibt wieder Beispiele von jüdischen Werten für seinen Reihen in New Yorker Englisch. Kosher, Schadchen, Matzes, Mesume, Yom Kippur, Meshugge, gefüllte Fisch, Schul, Bar Mitzvah, Blinzes, Kadesh, Trefe, Dayen, Goy, Tuches, Scheuchet, Schmues, Schickel, Schickse, Meul, Get, Hespid, Kischkes, Kittel, Mazel Tov, Shalom Aleichem und so weiter. Asach, solche Werte und Ausdrücken haben sich zerspreit über ein Land und seinen Reihen in dem Amerikaner loschen Bechlau. Sie haben sich so verspreit mit der Hilfe von New Yorker jüdischen und nicht-jüdischen Artisten auf der Bühne und in die Movies. Solche Artisten wie die Brooklyner Comicers, was haben gesungen Hurra für Kapitän Spalding, der Afrikaner Expeditionär. Sie hat Emmetzer mich angerufen, Schnorrer. Hurra, hurra, hurra. Anu, Seite Berge und setzt das über auf Englisch. Danke. Bemerkungen? Ich sprach von Englisch auf ein heutigen chassidischen Jiddisch. Wegen dem weiß ich gar nicht. Ganz gut, ja, danke. Das ist da, ich weiß da gar nicht, ich will etwas sagen, als sind mir interessant und zu tun mit Menschen, die immer was wissen, besser von ihr. Wie Leute wirklich können hören, wie sie reden, sind nicht nur auf dem Vokabular, nur auch auf der Grammatik. Und das ist interessant, weil sie reden nicht gut Englisch. Und nur es ist sehr Sache, ein Einfluss von amerikanischer Grammatik. Und man sieht das, Le Moschel, als es fällt raus von Sprache die grammatischen Linien. Also man sagt nicht der, die, das, nur der. Daniel, ich bin Vivi Lax und ich schreibe wegen das kommt selber Sachen in London. Also ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Wenn man gibt einen Guck, wie die englischen Wörter in Jiddisch sind, benutzt in das beißt sich auf verschiedene Kufus. Ja, als erstens man haben genutzt weniger Werte und später haben sie genutzt mehr. Aber mit die friedlichen Werte, was es interessant ist, man kann kimmet machen Kategorien für Werte. Sie haben genutzt Werte wie so der Sweating-System oder der Busy-Zeit und Slack-Zeit. Und sie sind Werte, die wir haben nicht gehabt in Jiddisch, also sie haben genutzt die englischen Werte. Und später haben sie genutzt mehr und mehr, was sie nicht, ich weiß nicht, öfter ästhetische Siebel oder in der Theta war Humor oder etwas so. Aber also meine Frage ist, kannst du sehen, so euch in der Amerikaner drum
in New York, wie die englischen Werte haben gebeten bis sein. Das weiß ich auch nicht. Nur Weinreich sagt, als er redet wegen der Frage, zwar was nimmt man rein gewisse Werte und nicht andere. Und eine Theorie ist, was man da reingenommen Werte, was man hat nicht gehabt, wie er gesagt, in auf jüdischen Europa in der Heim. Nur er sagt, dass ja, das kann sein, als das kann gelten auf Päde, auf scharfe viele, auf gewisse Sachen, das haben zu tun mit Business und mit Arbeit, mit der Arbeit, mit der Politik, zum Beispiel amerikanische Politik. Nur er fragt, was hat man angenommen, Boy? Für was hat man Boy? Für was hat man Ceiling? Man hat Ceilings in Europa, man hat Fenster, man sagt Winde. Und es ist nicht genug, dass die Fenster öffnen sich anders da in New York wie in Europa. Das ist Weinreich, ich sage das nicht. Als er sagt, dass es darf sein etwas anderes. Und er meint, dass es hat zu tun mit Prestige. Als Menschen wollen weisen, als sie seien nicht Gegrine, als sie seien Eingewurzelte, kennen schon den neuen Arum, den neuen Heim. Danke. Ihr habt beschrieben, wie stark es gewesen, wie verspreit es gewesen, der Präferenz für Reden Deutsch zwischen jüdisch sprechenden Juden in Amerika in die späte 19. Jahrhundert. Und ich will fragen, ob ihr kennt etwas sagen wegen der Hasboa von der Haskala-Bewegung in Mizrach-Europa vor dem? Ja. Ich meine, dass im Allgemeinen Deutsch hat gehabt eine Sache Prestige. Ja. Das ist eine Kultursprache, das ist eine Sprache von Literatur. Und sei in Europa, sei in New York, ist das gewinnendes. Und jüdische Reden, meine ich, haben gehalten sehr eigene Sprache für ein Dialekt und nicht kein sehr erhobene Dialekt von Deutsch. Und als sie haben gehabt eine Gelegenheit, haben sie gehabt eine Präferenz für ein deutsches Wort. Und viele, als sie haben nicht geredet, also tagtäglich, in gewissen Umständen haben sie besser lieb gehabt zu reden, zu hören Deutsch oder zu hören etwas, was geklungen wie Deutsch, mit deutschen Wörtern. In Literatur, in geschriebenen, gedruckte Sachen, in Zeitungen, in Büchern und auch auf Meetingen, auf Versammlungen, wo man darf reden schön. Ja. Und ja, also wie ich früher gesagt, also das ist ein Teil von der Entwicklung von einer modernen jüdischen Sprache. Und also wie nicht nur in allgemeinen Literatur, nur speziell auch in, also wie Kahan hat gesagt, als zwischen Sozialisten hat die deutsche Sozialisten gehabt, alle haben geguckt auf sie wie die Wegweiser für die sozialistische Bewegung auf der Welt. Sie haben mir rübergenommen als Sachtermine und viele der Vorwärts allein hat genommen, wenn man gegründet hat, den Vorwärts in New York, hat man ihm gegeben einen Namen nach der sozialistischen Zeitung in Deutschland.
Ja, ich meine, es ist gewesen mehr oder weniger dieselbe in anderen Städten. Nur New York ist gewesen der Zentrum von der jüdischen Bevölkerung in Amerika und auch in der jüdischen Kultur und Presse und so weiter. Nur es gewesen mehr oder weniger dieselbe. Wahrscheinlich später die Gedeures ist keinem Kall der zweite da, die Kinder von den Immigranten, als Weinreich schreibt wegen dem in sein Entfernt zu Niger. Und er schreibt, also nicht nur, also man darf reden nicht nur wegen Wörter, wegen Vokabular, nur auch wegen Grammatiken und so weiter. Und er gibt das auch Beispielen von schlechte Jiddisch. Ja, was er sagt, als Amerikaner Gebäuden nutzen. Und er gibt dem Beispiel Marshall Miton. Ja. Und ich habe das alleine mal gehört von Emerson. Ich bin ein Jid oder Mitonerboard. Was heißt Mitonerboard? Without, mit, on, without. Und Weinreich sagt, nein, das kann man nicht kaschen. Das ist schon ein Treff. Ja, auf ewig. Wahrscheinlich die jüdisch redende Gegend, die sind gekommen nach dem Mohammed, versteht sich als das gewesen, keinem Kohl weniger Menschen. Und sie haben geholfen, verlängern das Leben von jüdischer Kultur in Amerika und in New York. Ich habe dem Gefühl und ich habe gehabt dem Schuss, denn ich komme nicht von einer jüdisch rendiger Heim, ich habe sich gelernt im Sommerprogramm. Und nur euch in der nachhaltigen Arbeit im Office vom Bund. Und sie haben gesagt, Office, nicht Büro. Ich habe gearbeitet im Office vom Bund und ich habe gearbeitet im Niveau, wenn man noch als Gerät jüdisch auf den Tag täglich in Eufen. Und ich habe gehabt den größten Schuss, wollte ich gesagt, zu reden mit Menschen von dem letzten Dorf, von Farmel kommen, von misrach-europäischen Jiden, von Vater kommen. Und ich habe dem Gefühl, als sie am Gerät da, sie haben reingenommen, was? Zweite Mohammed. Eigentlich habe ich gerät euch mit einem Mensch, ich habe gewohnt in einer Binion, und ich habe gesehen im Lift, im Elevator, das heißt, und ich habe gesehen, als er lehnt die Jewish War Veterans, Journal von den Jewish War Veterans, und ich habe gefragt, gesagt, ihr seid gewesen in der Armee. Ich sage, ja, ich bin ein Kriegsveteran. Sag ich, in welchem Krieg? Ich sage, the big one. Er hat gesagt, the big one, the first one. Aber ich rede, sie hat gefragt wegen der Shiras Athleten. Und sie haben bekommen, Hostel von sie, haben bekommen eine moderne Erziehung, Bildung in modernen jüdischen Schulen. Ist sehr gerät, hat gesagt, Leute in Jüdisch. Vergesst nicht euch, als die Immigranten, die sind gekommen im 20. Jahrhundert, sie haben durchgemacht oder gedorben oder sind im Ganzen nicht bekommen, keine Bildung. Und ja, sie sind nicht gegangen in moderne jüdische Schulen. Nachfrage? David hat eine Frage. Die Zeitungen, aus der Mond im Vorwärts, aber gemacht alle Zeitungen haben gehabt einen deutschen Namen. Jüdisches Tageblatt, das ist Tageblatt. Deutsch? Das ist Deutsch, dachte ich. Ja. Wahrheit, jüdisches Freiheit, Tageblatt. Jüdisches Tageblatt. Ja. Ach, jetzt den Tag. Ach, jetzt den... Ja. Was ist das gewesen, der... Klassische Zeitung. Was hat sich gehalten für eine Zeitung für gebildete Menschen? Und der allgemeine Journal, das ist nicht allgemein, das ist ein Journal. Nicht ein Journal, nicht genau.
Schönen Dank. Schönen Dank. Danke.